Ja, hier ist er wieder. Euer Bobelcat. Ich bin hier auf der Karte Malinowka unterwegs. Das Ganze ist ein Standardgefecht. Es gibt keine Art, die, obwohl es hier knallt und zischt, das ist nicht die feindliche Art, die das ist hier nur im Spiel animiert. Ich fahre die IS-7, den Tier 10er Heavy Tank der Sowjetunion. Er hat eine 130 mm Kanone, einen recht stark gepanzerten Turm. Dank der Rundung frontal prallt auch einiges ab. Und dank der Wandform, wenn man die Fahrzeugwanne relativ gerade zum Feind hält, prallt dank der Schrägen oben dann auch mal was ab. Die untere Wanne ist eine kleine Schwachstelle. Genauso die Fahrerluke genau unter der Kanone. Und ich gucke jetzt mal in diesem Gefecht, dass ich möglichst... Ah, geht gleich weiter. Ja, kritischer Treffer am AMX 1390, schade. Aber die weiteren Schüsse sollen die anderen mal auf ihn abgeben. Während ich nachlade, sage ich einfach mal vorwärts, Marsch, Marsch. Ich möchte ganz gerne auf den Berg rauf. Oder wenigstens mich am Berg hauen. Weil da kann ich doch den gut gepanzerten Turm einsetzen. So ist zumindest mein Plan. Und gucken wir mal, was wir draus machen können. Es gibt keine Art, die uns notfalls vom Berg runter schießen kann. Also kann man da schon mal hochkrabbeln. Gut. Das ist heute der erste Tag, wo ich wirklich diese Woche Zeit habe, um mal ein Video aufzunehmen oder versuchen, eins aufzunehmen. Heute ist Sonntag, ja. Den einen Tag hatte ich 13 Tage zu arbeiten. Nicht 13 Tage zu arbeiten, 13 Stunden zu arbeiten. Hinterher war ich kaputt wie Hulle. Da hatte ich keinen Nerv groß, hier WoT zu spielen und dabei aufzunehmen. Ich weiß nicht, ich habe zwei Gefechte gemacht, dann wieder ausgemacht die Kiste. Und das Sofa hatte gerufen. Den nächsten Tag habe ich einen Familienangehörigen ins Krankenhaus gefahren, was ein paar Stunden Autobahn bedeutete, weil er zu einer geplanten Operation musste. Danach nochmal shoppen gewesen. Ich musste auch mal aus Versehen mal ein paar Sachen haben und kaufen. Der nächste Tag war dann wieder arbeiten und im Anschluss noch ein anderes Hobby begangen, so dass ich einen 16-Stunden-Tag hatte an dem Tag. Da hatte ich dann auch keinen Spaß mehr an WoT. Der nächste Tag war ein halber Tag Arbeit und dann hatte mein über 80-jähriger Vater eine Idee, er wollte unbedingt seinen Rasen vertikutieren und hat natürlich seinen Sohnemann dazu eingeteilt. Also der Tag war dann auch gelaufen. Und am Samstag dann habe ich bei mir selber im Garten nochmal vertikutiert, Rasen gesät, gedüngt, gemacht, getan. Bis ich den Anruf bekam, ich möchte doch jemand aus dem Krankenhaus abholen. Weil OP lief so gut, dass sie ihn einen Tag früher entlassen haben. Oder zwei. Da ging's voll durch ihre Panzerung. Und so verbrachte ich dann den Samstagnachmittag auf der Autobahn ein paar Stunden. Und stellte fest, genau in die Osterreisewelle reingekommen. Und als ich dann zu Hause war, musste ich keine zwei Stunden später, oder wollte ich keine zwei Stunden später, sagen wir es so, zu einem guten Freund zum Geburtstag. Und schon war der Samstag auch schon wieder gelaufen. Also ihr seht, privat auch mal was zu tun. Hier und da bündeln sich mal so Sachen. Dann kommt man einfach nicht mehr dazu, WoT zu spielen. Vielleicht mal zwei Gefechte, drei Gefechte, aber dann noch groß aufnehmen. Es ist halt jetzt durch den Sommer bedingt gewesen. Und Garten machen, dies und das. Absolut ein Wochenende, wo ich sage, Menno, beim besten Willen, ging nicht. Allerdings muss ich jetzt sagen, hier ist Sonntag, diesen Sonntag.
Den ersten Tag, wo ich wirklich zocken kann, habe ich schon ein paar Gefechte hinter mir gebracht. Macht schon wieder Spaß. Und vielleicht schaffe ich auch noch ordentlich Punkte einzufahren hier beim Fünffachen. Auch wenn das Ding jetzt hier 2 zu 9 steht, was soll's. Man kann ja nicht alles alleine machen, dann verliert man halt. Aber man macht Schaden, Punkte, hat seinen Spielspaß. Ist doch auch in Ordnung. Der ging nicht durch. Tja, da hätte ich doch woanders hinziehen sollen. Wollte ich eigentlich auch, aber dieses blöde Panzerwrack war so ein klein wenig im Weg. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Wenn ich ehrlich bin, den AMX würde ich da doch gerne einen mitgeben. Und bis jetzt kann ich nicht klagen. Ordentlich Damage, ordentlich Schaden gemacht. Ordentlich was an Kills rausgehauen. Naja, 3 Kills von 4. Das Team insgesamt hat 4. Ich habe 3 davon. Da wollen wir mal nicht meckern. Hauen wir mal wieder in den Rückwärtsgang rein. Das wird hier nichts. Und bewegen uns langsam wieder zurück. Ja, ich fahre verkehrt rum. Sollte man vielleicht nicht machen, aber ich mache es jetzt einfach mal. Ich glaube nicht, dass die ISI mich gerade hier auf dem Schirm hat. Die hat da ganz andere Probleme. Und die Wannenfront halte ich dann lieber so ein bisschen zu den anderen Gegnern. Der ein oder andere sagt, ja, fahr doch vorwärts, bist doch viel schneller. Ja, stimmt, aber bei dem Spielstand, die cappen uns einfach weg, das war's. Wenn ich 4 Kills mache von 6, lag es nicht an meiner Leistung, dass wir jetzt hier verkacken. Ja. 2 Mann gehen zurück zum Cap-Kreis und ich schaue mal, ob da noch jemand gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Mutig war und da rausguckte. So, da bin ich aufgedeckt. 6. Sinn geht an. Ich hoffe, der SD1 kann einmal resetten. Dann könnte ich hier noch einen Haufen vielleicht ausrichten und noch ein paar Punkte machen. Na, das wird nichts mehr. Dann gehen wir wieder zurück, stellen uns safe und sagen danke für dieses Gefecht. Danke, Team. 5 Kills von 7 gemacht. Viel mehr kann man doch gar nicht verlangen von einem Spieler. Ordentlich Damage gemacht. Und kommen wir zur Auswertung. Ja, ihr seht hier auch seitlich, lief bis jetzt richtig super in meinen Gefechten. Niederlage, Niederlage. Was soll's. Gut. Kämpfer bekommen. Wirkungsfeuer bekommen. Dann haben wir hier 16 Schüsse abgegeben, 16 direkte Treffer, 12 mal Durchschlag gehabt, Schaden 4723 gemacht, 9 Treffer erhalten, 3 waren davon Wirkungstreffer und 6 sind einfach abgeprallt, sprich haben nicht durchschlagen. Schaden abgewehrt durch Panzerung 2020 Punkte, Gegner entdeckt 1, 7 Gegner beschädigt, 5 vernichtet, Schaden durch Spielerunterstützung 1452. Dann habe ich dank eines Premium-Accounts hier bei einer Niederlage 37.084 Credits reingewinnen. Ohne einen Premium-Account wären es 14.075 Credits reingewinnen gewesen. Also ihr seht allein, dass ich auch ein Plus bei einer Niederlage habe. Ohne Premium
So schlecht kann es gar nicht gewesen sein. Normalerweise verdient man selten Geld mit Tierziehner-Panzern, wenn man verliert. Und bei einer einfachen Erfahrung habe ich hier 835 Erfahrungspunkte bekommen. Ja, was hilft's, was soll's. Auch das gehört zum Spiel. Niederlagen. Hauptsache, man hat sein Bestes gegeben. Naja, hier oder da hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr rausquetschen können. Aber ich bin ganz zufrieden, wenn ich mir anschaue, was das Team so grob geleistet hat. Damit möchte ich mich eigentlich verabschieden. Tschüss, euer Vogelcut.